The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Endgeräten. Wir reden heute über den Lebensplan, über die Lebensaufgabe und all das, was sich unsere Seele so überlebt hat, bevor sie sich entschlossen hat, jetzt hier in dieses Leben zu reinkarnieren. Richtig. Ihr oder eure Seele hat sich entschlossen, jetzt hier und heute in dieses Leben zu inkarnieren. Auch wenn man sich fragt, was hat sie sich dabei gedacht, weil die Zeiten ja zurzeit eher ein bisschen anstrengend sind. Aber nein, es ist tatsächlich so, wir haben uns entschlossen, also unsere Seele hat sich entschlossen, jetzt hier zu leben, das Leben hier auch ein bisschen mitzugestalten und viele Dinge zu bewegen, die die ganzen letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende eben nicht möglich waren. Wir reden also über deinen Lebensplan und über deine Lebensaufgabe. Und da bin ich wieder an dem Punkt, den ich im Prinzip jeden dritten Tag in meinem Coaching habe. Das ist die Frage, glaubst du, dass deine Seele sich dieses Leben ausgesucht hat, das du gerade lebst? Also denkst du, du lebst das Leben, was deine Seele vorhatte? Denkst du, dass was du gerade so tust oder nicht tust, entspricht dem, warum du dich jetzt hier hast hineingebären lassen? Und diese Frage, die kommt üblicherweise bei Menschen hoch, wenn sie entweder in einer Lebenskrise stecken oder wenn sie, sagen wir mal so, in einem Lebensalter zwischen 35 und 45 und 50 sind. Das ist so der klassische Zeitpunkt, wann diese Frage hochkommt, weil man bis dahin oftmals gewisse Dinge schon erledigt hat. Und wenn man das Leben jetzt mal immer in so 7er-Blöcke einteilt, dann kann man sagen, der erste 7er, die ersten 7 Jahre, da geht es im Prinzip um das Ankommen auf diesem Planeten. Dann wachsen die ersten Zähne, dann wachsen die Milchzähne und das Leben beginnt gerade und so die Basics des Lebens werden festgelegt. Und dann die nächsten 7 Jahre, da geht es dann schon so in Schulalterzeit und dann kommt auch die Pubertät irgendwann dazu. Dann irgendwann 14 bis 21, da geht es dann so ein bisschen ums Jung heranwachsen, erwachsen werden und Schule, Ausbildung und sowas in der Art. Dann bis 28 steht oftmals das Thema Ausbildung und Familienplanung schon auf der Agenda. Und dann so bis 35 ungefähr dreht sich vieles entweder um Karriere oder um Familie. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir erst mit Mitte 35, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich wollen auf diesem Planeten, beziehungsweise was wir wirklich wollen auf diesem Planeten, wissen wir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, aber die Frage kommt hoch. Und wer mit 35 noch so beschäftigt ist mit seinem Leben, mit seinem Haus, mit seiner Familie, mit seinem Job, der stellt sich diese Frage dann ein paar Jahre später. Also die Frage ist, irgendwann im Leben kommt diese Frage nach dem Sinn des Lebens und nach dem Lebensplan auf uns alle zu. Entweder unser Leben ist schon gesättigt, dass wir so einen gewissen Status quo schon erreicht haben und das Leben ist vielleicht auch schon ein bisschen langweilig. Oder irgendeine Lebenskrise oder irgendeine Veränderung tritt ein und dann hat man einfach auch mal Zeit, darüber nachzudenken. Und wir kommen ja gerade alle aus der Corona-Krise raus. Und insofern hat die Corona-Zeit vielen Menschen die Gelegenheit gegeben oder viele Menschen haben darüber nachgedacht, nach dem Sinn des Lebens. Das heißt, dieses tägliche Gewusel, dieses Hamsterrad, der Kampf um Aufträge, Arbeit gehen, dies tun, jedes machen, Kinder, Mann, Frau,
was auch immer, so das ganze übliche Hamsterradleben wurde massiv ausgebremst. Und dabei sind eben viele Dinge passiert, die bis dahin eben so aufgrund der ganzen Wuselei eben gar nicht Zeit gehabt hat, dass das eben hochkommt. Also wir fragen uns, was ist unser Sinn des Lebens? Und jetzt bitte bis zum Schluss dranbleiben, weil erstens mal erkläre ich euch die ganz einfachen drei Themen, was der Sinn des Lebens ist. Die sind nämlich relativ einfach. Die erkläre ich erst ganz zum Schluss. Und außerdem gibt es noch eine Überraschung. Die erkläre ich eben auch ganz zum Schluss. Und deswegen bitte unbedingt dranbleiben und über den Sinn des Lebens, über euren Lebensplan und Lebensaufgabe eben dranbleiben. An dieser Stelle noch schon mal vorweg in diese Diskussion hineingeworfen. Wer seinem Leben einen Sinn gibt, lebt länger und glücklicher. Ja, das ist so die Thematik. Und ich war vor kurzem auf einer Mastermind. Und da war auch ein Berufspilot der Lufthansa dabei oder ein Ex-Berufspilot der Lufthansa. Und da gibt es tatsächlich Statistiken, die sagen, wenn der Pilot oder Co-Pilot mit ungefähr 50 aus dem Business, aus seinem Pilotenlaufbahn aussteigt, lebt er länger oder lebt sie länger. Wogegen Piloten oder Pilotinnen, die bis 65 fliegen, sterben früher. Also die Statistik war mir neu. Aber er hat es auch mit dem Sinn des Lebens begründet. Er sagt nämlich, Piloten, die mit 50 aussteigen, die suchen sich einen neuen Sinn des Lebens, eine neue Herausforderung des Lebens. Und Piloten, die bis 65 fliegen, die kommen im Prinzip aus dem vollen Business in den vollen Ruhestand. Und der Ruhestand heißt in dem Moment auch immer, dass es kritisch ist, was ist denn dann mit meinem Leben, mit meiner Lebensaufgabe und so weiter. Und es ist schon erschreckend, wie viele Menschen, nicht nur Piloten, auch ganz normal Berufstätige, kurz nach dem Eintritt ins Rentenalter sterben. Das ist bemerkenswert. Die Rentenversicherungskasse des Staates freut sich vielleicht oder beziehungsweise sie profitiert davon, ob sie sich freut, will ich mal gar nicht so stehen lassen, aber die profitiert davon, dass die Menschen früher sterben, weil wer früher stirbt, bekommt halt weniger Rente. Das ist halt normal so. Ja, okay. Also, der Sinn des Lebens kommt früher oder später auf uns alle zu. Und wie schon gesagt, so in der Regel so ab 35, 40, 50 stellt sich diese Frage, weil eben ein gewisser Status quo erreicht ist. Oder weil man denkt, da war doch noch was, da ist doch noch was. Kann das alles gewesen sein? Ist dieses Gewusel, jeden Tag auf Arbeit gehen, jeden Tag um Kunden ringen, jeden Tag dies machen, jeden Tag jenes machen, ist das wirklich der Sinn des Lebens? Sind es diese 2 Wochen Urlaub im Jahr, ist das der Sinn des Lebens? Sind die Kinder, die Familie der Sinn deines Lebens? Und diese Fragen, die gehen wir jetzt hier mal an. Und bitte bis ganz zum Schluss dranbleiben, weil die Frage nach dem Sinn des Lebens ist wirklich sehr, sehr einfach gestrickt. Und die erkläre ich ganz zum Schluss und gebe auch ein paar Informationen jetzt im Laufe dieses Beitrags. Ja. Gut, also die Frage war, also bei den Coachings, die ich so stelle, wenn jemand zu mir zum Coaching kommt und dann stellt sich die und man merkt so, das Leben läuft nicht so, man weiß nicht genau, was und wie und wo und so weiter. Glaubst du, dass deine Seele sich dieses Leben ausgesucht hat? Die Frage an euch da draußen an den Endgeräten. Glaubst du, glaubt ihr, dass eure Seele sich dieses Leben ausgewählt hat? Glaubt ihr, dass das so geplant war? Glaubt ihr, dass das darum geht, warum ihr euch habt hier gebären lassen? Ja, die Frage kann sich jeder für sich selbst erklären. Ich denke, bei vielen passt es, bei vielen passt es nicht. Aber das entscheidet jeder für sich selbst. Und der dabei eine Unterstützung braucht, der bucht hier unten einfach wieder ein Aura-Reading. Und dann schauen wir mal in die Aura rein. Und dann können wir ja mal gucken, ob der Sinn des Lebens in irgendeiner Art und Weise schon erreicht ist oder gelebt wird oder eben noch nicht gelebt wird. Und dann ist immer die Frage,
wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, wann tritt diese Frage auf? In der Regel Mitte Leben und zu Krisenzeiten. Und da frage ich gleich, Krisenzeiten bedeutet bei euch da draußen an den Endgeräten, wie läuft denn dein Leben so? Hast du alles erreicht, was du erreichen wolltest und hast du jetzt vielleicht keine Ziele mehr? Wir wissen ja, ein Leben ohne Ziele bedeutet ungefähr so wie ein Schiff auf dem Meer ohne Ruderer oder Kapitän oder jemand, der halt dieses Ruder lenkt. Also sprich, ein Schiff ohne Führung, ohne Ziel. Das bedeutet, das Schiff oder das Boot wird innerhalb der Gezeiten und der Winde bewegt und man hat selbst keinen Einfluss drauf, weil es wird mit einem gelebt. Also das ist schon mal einer der ersten Themen für ein besseres Leben. Leute, ihr braucht Ziele und zwar immer, auch wenn ihr alles erreicht habt, gerne kleine Ziele, gerne große Ziele, weil ohne Ziele ist euer Schiff ohne Rudermann unterwegs und dann geht es eigentlich nur noch bergab. Denn ohne Ziele, ohne neue Herausforderungen geht es nur noch bergab. Die Frage ist nur, wie schnell, aber das auch kann, ist auch in jedem Leben unterschiedlich so. Also, und wie schon gesagt, diese Frage nach dem Sinn des Lebens, die ist ja auch, gibt es ja noch ein paar Unterfragen, zum Beispiel, was mache ich hier, warum bin ich wirklich hier, was geht so ab in meinem Leben, was ist wirklich wichtig, also all diese Dinge sind da einfach entscheidend und dann kann ich immer wieder sagen, also so die Hardcore-Frage, die ich immer so stelle im Rahmen der Coachings, ist folgende. Jetzt bitte einmal kurz Luft holen und dann sich mal überlegen. Irgendwann mal kommt der Punkt für uns alle. Das ist der Punkt, wo wir auf dem Totenbett liegen und auf unser Leben zurückschauen. So, wir schauen also jetzt auf unser Leben zurück. Und dann ist die Frage, war das alles soweit in Ordnung mit dem, was ich gelebt habe? Gab es irgendwas, was ich hätte längst verändern sollen? Gab es irgendwas, was nicht in Ordnung ist? Stimmte irgendwas nicht? War irgendwas mit der Partnerschaft? War irgendwas mit den Eltern? War irgendwas mit dem Job? Wollte ich irgendwas erleben? Wollte ich Reisen erleben? Wie wollte ich eigentlich leben? Weil jetzt stellt euch mal vor, ihr habt euer ganzes Leben aufgespart auf die Rente, auf die 65er Jahre, weil ihr dann in den Ruhestand geht und endlich das Leben leben könnt, was ihr wollt. Und jetzt, jetzt liegt er mit 58 auf dem Totenbett. Das wäre doch ziemlich blöd. Ja, so, also heißt, stellt euch jetzt mal vor, ihr liegt auf dem Totenbett und ihr erkennt, irgendwas hätte ich doch längst tun sollen oder längst tun müssen. Oder wenn ich noch mal könnte, dann würde ich diese und jede Entscheidung anders machen oder diese und jene Lebensthematik insgesamt anders auslegen. Ja, das mag vielleicht der falsche Partner sein, der falsche Job sein, die falsche Region sein, zu wenig Reisen, zu viel Reisen, zu wenig Stress, zu viel Stress. Das hat ja jeder für sich selbst so seine Dinge, die er vielleicht verändern wollte oder eben nicht so. Und wenn ihr jetzt spontan irgendwas findet, was er sagt, hey, das hätte ich geändert, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit, das in der Jetztzeit zu verändern. Denn ja, jetzt, wenn ihr doch schon wisst, dass irgendwas nicht passt, dann sollte man das vielleicht auch tun. Ja, okay. Also denkt drüber nach, was wollte ich verändern, was will ich verändern, dann habt ihr jetzt einen guten Ansatzpunkt. Und die Frage ist da auch immer wieder die, warum leben wir dieses Leben, was wir leben? Und jetzt bin ich wieder an meinem Luftballons. Für die, die meine Podcasts und Beiträge schon öfters gesehen haben, die wissen jetzt, dass das, was wir tun oder nicht tun, ist maßgeblich beeinflusst von unserem Unterbewusstsein oder Zellbewusstsein. Und diese Luftballons stehen jetzt für die Blockaden oder wenn ihr es so nennen wollt, auch für die falschen Annahmen im Leben oder für die Muster oder für die Verankerungen oder für die Komplexe oder für all diese Dinge. Und wenn ihr eben von den Eltern, das kommt oftmals vom Vater, ein übertriebenes Pflichtbewusstsein habt und einen übertriebenen Ehrgeiz im Sinne dieser Luftballons habt
Und sowas in der Richtung, was werden die Nachbarn sagen? Und Geld ist gezwungenermaßen bla 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 und so weiter. Dann habt ihr solche Luftballons und diese Luftballons oder beziehungsweise das Leben, was eure Eltern euch vorgelebt haben, das werdet ihr möglicherweise oder oftmals nachleben oder in erweiterter oder ähnlicher Form nachleben oder weiterleben. Aber ob dieses Leben zum Beispiel als getriebener Angestellter oder als getriebener Unternehmer oder als was auch immer die Eltern für Themen haben und wir das in unserem Leben eben weiterleben, dann haben wir die Frage, haben wir überhaupt eine Chance dazu, unser eigenes Leben, unseren eigenen Lebensplan, unsere eigene Vision zu leben, wenn wir doch so geprägt und gefesselt sind von den Luftballons? Und ich denke, für alle, die mich schon dann und wann im Podcast gehört haben, die wissen, dass die Chancen, dass wir da rauskommen aus der Kiste, doch stark davon abhängt, wie wir auf unser Unterbewusstsein und Zellbewusstsein Einfluss nehmen. Das bedeutet, wenn dieses Thema, ihr schaffe Häuslebauer, sowas in der Art, das ist so klassisches Massenbewusstsein von Baden-Württemberg zum Beispiel, das bedeutet, wenn ihr da drin seid, also einfach nur arbeiten, dann mag das vielleicht nicht eure Lebensaufgabe sein oder euer Lebensziel. So. Da ihr aber diese Luftballons habt, die dieses Ding haben, dann kommt ihr da schwer raus aus dieser Kiste. Oder ihr habt ein übertriebenes Helferthema oder ihr habt ein Opferthema. Opferthema ist ja noch schlimmer. Also wenn zum Beispiel, wenn das auch kommt oft aus den Eltern, Thematiken, Depressionen, Opferhaltung, alle anderen sind schuld, alle anderen sind böse, ich bin immer das Opfer, ich übernehme auch keine Verantwortung für mein Leben und all diese Dinge, also all diese Luftballons, die erschweren natürlich auch die Entscheidung und die Frage nach deinem Sinn deines Lebens. Denn mit so viel Luftballons, mit so viel Blockaden und so viel Fremdsteuerung wirst du möglicherweise deinen Sinn des Lebens gar nicht erkennen, weil du so geprägt bist in diesen Mustern und wenn du so willst, auch in diesen Glaubenssätzen, dass erst diese Muster weg müssen und diese Glaubenssätze weg müssen und diese karmischen Verbindungen weg müssen und so weiter, bevor du überhaupt in der Lage bist zu erkennen, was ist dein Sinn des Lebens. Ja, wer kennt das von euch, dass er das Gefühl hat, er ist ein Getriebener? Oder nicht umsonst gibt es viele Online-Kongresse hier in der Dachregion, die den Titel Hamsterrad haben. Also darum geht es immer darum, ich wusele und vor lauter Arbeit komme ich nicht dazu, mein Leben zu leben. Das, liebe Leute, ist auch geprägt unter anderem durch diese Luftballons, weil die Luftballons, sprich die Blockaden und die Ängste in unserem Unterbewusstsein und Zellbewusstsein geben uns gar nicht die Gelegenheit, das Leben so zu leben, wie wir es eben leben wollen. Und insofern ist die Frage nach dem Sinn des Lebens oftmals auch eine Frage nach dem Standpunkt oder nach dem Level der Transformation. Also bin ich ein Getriebener in einem 9-to-5-Job für 40, 60 Stunden in der Woche und muss arbeiten, dann habe ich möglicherweise gar nicht die Zeit und das Bewusstsein dazu, mal über den Sinn des Lebens nachzudenken, geschweige denn, dem mal Raum zu geben, um das zu entwickeln. Also erst müssen die Luftballons weg und das können wir ja, wie gesagt, hier über unser Zellclearing machen und dann könnt ihr hier unten einfach auch, wie gesagt, einen Termin raussuchen für eine Aura-Lesung und dann kann ich euch schon mal Empfehlungen geben, wie ihr aus diesem Hamsterrad rauskommt. Ja, und dann seid ihr schon mal einen Schritt weiter. Also, bedeutet, der Sinn des Lebens tritt immer dann auf, wenn gewisse Lebensumstände erreicht sind und auch ein gewisser Sättigungsgrad muss erreicht sein. Also das bedeutet, wer immer nur wie ein Hamsterrad funktioniert und immer jeden Cent 23 Mal umdrehen muss, weil gewisse Dinge einfach nicht funktionieren, der hat vielleicht gar nicht die Gelegenheit, sich diese Frage überhaupt zu stellen, weil er gar keine Zeit hat, diese Frage zu stellen. Also wie immer, der Sinn des Lebens oder die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens
hängt auch mit der Transformation eures Zellbewusstseins zusammen. Ja, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Wenn diese Luftballons aus dem Zellbewusstsein, Unterbewusstsein weg sind, dann erhebt sich eure Zellschwingung. Mit der erhöhten Zellschwingung erhöht sich eure Energiebilanz im Körper, eure Aura, euer Energiesystem fängt an zu leuchten. Euer Charisma fängt an zu leuchten. Und wir wissen ja, Charisma ist auch der Garant oder eine gute Option für ein schönes, glückliches Leben, weil es glaubwürdiger, man ist erfolgreicher. Man hat mehr Chancen beim Job. Und wenn man gerade auf der Partnersuche ist, dann hat man auch mehr Chancen bei der Partnersuche. Und diese erhöhte Schwingung ist außerdem gut dafür, dass unsere Selbstheilungskräfte eben motiviert sind, den Körper eben A, gesund zu halten und B, wenn er denn mal krank ist, eben auch wieder etwas schneller gesund zu machen. Und dann kommt noch dazu, dass die Wünsche ans Universum oder die Quantenthematik, die wir dann als nächstes ansprechen, besser funktioniert. Und damit verbunden ist letztendlich auch immer das Thema mit dem spirituellen Zugang. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens wird dann am besten oder kommt dann am besten an die Antwort ran, je höher euer Schwingungszustand ist. Und jetzt kennen wir ja aus der Quantenphysik die Thematik, wir erschaffen unsere eigene Realität. Und unsere eigene Realität erschaffen wir dann, wenn wir eine hohe Schwingung haben, wenn wir sehr charismatisch sind, wenn wir einen hohen Schwingungslevel haben. Oder andersrum gesagt, eure Realität entspricht eurem Schwingungsenergieniveau. Schwingt ihr hoch? Habt ihr eine andere Realität auf einem höheren Level, als wenn ihr sehr tief schwingt? Und tief schwingen Menschen meistens dann, wenn sie entweder krank sind oder einfach ein bisschen komische Leute sind oder gewalttätig oder kriminell oder die Opferenergie haben oder sowas in der Art oder so. Ja, also, wenn jemand aus einer solchen tiefen Energie, aus einem solchen negativen Charisma in die Realität kommt, dann wird sich die Realität schon so entwickeln, dass es eben auch negativ ist. So. Und in dieser Energie wirst du die Antwort auf die Frage nach deinem Sinn des Lebens vielleicht eine ganz, ganz andere sein, als wenn du was höher schwingst, weil dann bekommst du eben eine andere Thematik. Wer sich für das Thema, wie das mit der Quantenheilung, mit der Quantenentwicklung und mit den Wünschen ans Universum genau funktioniert, der bucht sich bitte hier unten gleich ein Aura-Reading und dann erklären wir das auch, wie das so zusammenhängt mit den Quanten und so weiter und wie ihr euch selbst eben eure eigene Lebensphilosophie erschaffen könnt über eure Schwingung und Zellschwingung. Je höher ihr seid, desto klarer wird auch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja? Denn die Antwort auf diese Frage des Sinn des Lebens, da gibt es ja so verschiedene Unterfragen. Ja? Da gibt es zum Beispiel die Frage, wofür lebe ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Wofür lohnt es sich zu leben? Welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Wie soll denn mein Leben so aussehen? Wie soll denn meine Arbeitsstelle, meine Arbeit so aussehen? Habe ich eine erfüllte Arbeit? Ist der Arbeitsort an sich positiv besetzt? Was ist denn mit meiner finanziellen Situation? Habe ich noch Geldblockaden? Läuft mein Business oder komme ich irgendwie nicht weiter? Und da muss ich sagen, also ich hatte selbst vor ungefähr, ja, vor 8 bis 10 Jahren die Thematik, dass ich ein Business hatte, das unglaublich anstrengend war und das, sagen wir mal so, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. So, also das Unternehmen, ich musste unglaublich viel Kraft und Energie reinstecken. Das hat dann auch immer so gereicht, das hat immer so funktioniert.
Und wenn ich dann die Kraft nachgelassen habe, dann ist es wieder schlechter geworden. Und so ging das immer hin und her. Und im Rahmen einer meiner Channelings, die ich gemacht habe und meiner spirituellen Transformationen, die ich gemacht habe, habe ich von meinem hohen Selbst, also von einem Teil meiner Seele, im Prinzip die Information bekommen, die Antwort bekommen. Lieber Andreas, das, was du da tust, entspricht nicht deinem Lebensaufgabenmuster. Das ist nicht das, warum wir dich hierher geschickt haben auf diese Welt. Das ist nicht der Sinn deines Lebens und das ist auch nicht der Lebensweg. Und dann hatte ich noch Glück, weil es war echt anstrengend, dann war immer irgendwas, dann hat es mal wieder funktioniert, dann hat es nicht funktioniert, dann war das so und so weiter. Dann hatte ich noch Glück, dass ich dabei nicht krank geworden bin und dass es mir nicht irgendwie mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Also wenn ihr merkt, ihr habt immer wieder komische Probleme im Leben, dann mag das vielleicht daran liegen, dass den Job oder die Arbeit oder das, was ihr gerade tut, einfach nicht der Sinn eures Lebens ist. Und daran könnt ihr auch schon mal ableiten, ist es einfach oder ist es extrem schwierig? Ist es unglaublich schwierig oder was passiert so in dem, was wir halt hier so machen? Und wenn es zu schwierig ist und wenn überhaupt nichts geht, dann liegt es entweder an den Luftballons oder an den ganz normalen, geerdeten Business-Skills, am falschen Produkt, am falschen Markt, am falschen Auftritt, falsches Marketing, falscher Vertrieb und was noch alles falsch sein kann, weil das gehört nämlich auch immer dazu. Oder euer Business und das, was ihr tut, entspricht einfach nicht dem Sinn eures Lebens. Und weil das nicht dem Sinn eures Lebens entspricht, tut euer hohes Selbst oder das Universum sagen, nee, Doc, so geht's nicht weiter. Weil wenn du damit erfolgreich bist, dann bist du im Zweifelsfall auch noch irgendwie sowas von weit weg von deiner Lebensaufgabe. Also wollen wir nicht, dass du in dem Bereich eben ausgesprochen erfolgreich bist. Und das ist so die Thematik, was entspricht dem Sinn meines Lebens. Und jetzt kann jeder mal drüber nachdenken, ob er sowas auch schon hatte, dass irgendwas einfach nicht funktioniert hat, was einfach unglaublich schwierig war. Und ob das nicht vielleicht auch ein Thema über den Sinn eures Lebens ist, dass das nämlich nicht der Sinn eures Lebens vielleicht ist. Gut, machen wir weiter. Also immer dann, wenn das Leben extrem schwierig ist, hinterfragt mal, ob das wirklich der Sinn eures Lebens ist oder ob ihr einfach auf dem falschen Weg oder auf dem falschen, ja, auf der falschen Sinnesfindung seid. Und auf alle Fälle ist die Triebfeder für ein schönes, glückliches Leben in Gesundheit und Wohlstand und wirklich in einem schönen Leben. Die Grundenergie ist immer die Liebe und die Harmonie. Und wenn euer Leben nicht in Liebe und Harmonie ist, dann entspricht das auch nicht der Grundenergie für euer Leben. Oder wenn wir gerade nochmal an die Quantenthematik denken, wenn euer Leben nicht in der Liebe ist, dann wird es nicht funktionieren und dann kommt der Sinn des Lebens auch nicht rüber oder ihr macht einfach das Falsche. Und denkt ihr mal dran, alles, was ihr tut, kommt zu euch zurück, denn wir haben ja dieses Quantenfeld, was wir ausstrahlen, kommt zu uns zurück. Und das gilt sowohl für gute Dinge als auch für böse Dinge. Also wer noch immer irgendwelche Mobbing-Kampagnen losfährt, üble Nachreden macht, betrügerische Absichten macht oder sonst irgendwelche Dinge macht, seinem Nachbarn die Krätze an den Hals wünscht oder, der braucht sich nicht zu wundern, wenn das Leben dann doch eher unangenehm und anstrengend ist. Und da gibt es so ein paar Dinge, wo man sagen muss, was gilt so als Glücksfaktor? Unter anderem geht es auch darum, Leuten zu helfen und Leuten liebevoll für Leute da zu sein. Und das gilt unter anderem auch als Glücksfaktor. Das setzt allerdings voraus, dass die Liebe und die Hilfe selbstlos ist und dass das nicht geprägt ist von irgendeinem Luftballon, der uns ebenso durchs Leben treibt. Jetzt möchte ich also nochmal so kurz zusammenfassen. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens, die haben wir dann. Oftmals wird ein gewisser Sättigungsprozess eingetreten ist.
also meistens ab 35 bis 60 oder sowas. Die haben wir dann, wenn gerade irgendwelche schwierigen Lebenssituationen da sind. Oder wir haben, oder wenn ihr Glück habt, habt ihr sie dann, wenn ihr einfach denkt, da muss doch noch mehr sein. Also wenn so eine gewisse Langeweile im Leben eben ankommt. Dann habt ihr das, dann ist der richtige Zeitpunkt nach dem Sinn des Lebens. Diese Frage muss man sich auch leisten können. Also wenn ihr jeden Tag im Hamsterrad seid, stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht, weil ihr gar keine Zeit habt. Und die Frage oder die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ist ganz stark geprägt durch die Prägungen eures Unterbewusstseins, eures Zellbewusstseins. Denn wenn da ein Haufen Muster drin sind, ein Haufen Blockaden, ein Haufen Ängste und so weiter und so weiter und so weiter, dann ist die Frage nach dem Sinn des Lebens eben geprägt mit all diesen Dingen. Und jetzt bin ich ja hier im Coaching und schule auch Menschen, auf ihren spirituellen Weg zu gehen. Und wenn ich die dann frage, was ist der Sinn des Lebens? Und dann muss ich sagen, dann kommt nicht selten die Frage oder die Antwort, ich will die Welt retten. Ich will die Kinder retten. Ich will das retten. Ich will das tun und so weiter. Und so fort. Und da steht die Befürchtung, dass diese Antwort möglicherweise doch ganz, ganz stark durch einen der Luftballons geprägt ist. Denn das Universum schickt niemanden hierher, um die Welt zu retten. Ja, ich weiß noch, ich habe mal ein Channeling gemacht für mich selbst. Da ging es auch nach der Frage, nach dem Sinn des Lebens. Und da war im Prinzip die Antwort, also ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen. Also so sind noch den Motto, nimm dich mal nicht so wichtig. Ja, wenn du da bist, ist gut. Wenn du nicht da bist, ist auch gut. Mach einfach, was du magst, aber den Sinn des Lebens im Sinne von rette die Welt oder rette die Umwelt oder rette das Klima oder rette die Delfine oder die Wale. Das sind unglaublich tolle Lebensaufgaben, aber das ist never ever der Sinn des Lebens. Nämlich der Sinn des Lebens ist ganz, ganz einfach gestrickt. Und da kommen wir nämlich zu den drei Dingen, die tatsächlich die Lebensaufgabe und den Sinn des Lebens beschreiben. Erster Punkt. Genieße das Leben, genieße diese Welt, genieße die Menschen und liebe dieses Leben. Das ist Nummer eins auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Genieße und liebe dieses Leben. Nummer eins. Punkt. Genieße dieses Leben. Genieße und lebe dieses Leben ist der Nummer eins Punkt auf die Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Relativ einfach. Genieße dein Leben. Nummer zwei auf der Frage nach dem Sinn des Lebens. Räume irgendwelche Luftballons, irgendwelche Interaktionen, irgendwelche karmischen Interaktionen mit irgendwelchen Menschen, mit irgendwelchen Dingen auf und komme in deine Kraft und übernimm die Verantwortung für dein Leben. Du bist ein Individuum und übernimm die Verantwortung für dein Leben und räume alles auf, was dir im Wege steht, dass du diese liebensvolle Aufgabe, die Verantwortung für dein Leben, dass du das auch übernehmen kannst. Also räumt die Luftballons auf. Da rede ich nicht von Askese und von Mönchsein oder sonst irgendwas. Das ist gar nicht notwendig. Kannst du machen, wenn du willst. Aber im Prinzip reicht es, wenn du bei dir aufräumst und wenn du charismatisch wirst und wenn du einfach den Weg der Transformation gehst. Damit verbunden ist auch immer die spirituelle Bewusstseinsthematik. Also daran kommst du nicht vorbei. Das spirituelle Bewusstsein, dass du Mensch bist, dass du göttlich bist, dass du ein Teil des großen Ganzen bist, das gehört da auch mit rein. Punkt 3. Wenn du noch genug Zeit hast nach dem ersten Punkt, also das war das mit dem genieße dieses Leben, liebe dieses Leben, und dem zweiten Punkt, transformiere und räume dein Unterbewusstsein auf. Wenn du dann noch genug Zeit hast,
dann mach die Welt ein ganz klein wenig besser, als sie vorher war. Ja? Verändere die Welt ein ganz klein wenig, damit sie heute besser ist, als sie gestern war. Und das muss nicht die Welt retten sein oder die Wale retten sein oder das oder das oder das. Das Universum möchte von euch einfach nur, dass ihr glücklich seid und dass ihr euer Leben liebt, dass ihr euren Kram aufräumt und dass ihr die Welt ein ganz klein bisschen besser macht. Ob ihr nun als Lebensaufgabe sagt, okay, so wie ich zum Beispiel, ich möchte gerne Menschen helfen, dass sie ins Licht kommen, dass sie charismatisch werden, das ist meine Lebensaufgabe, die ist aber von mir selbst gewählt, beziehungsweise bin ich deswegen tatsächlich hierher gekommen, um diese Transformationsprozesse in die nächsten Ebenen so ein bisschen zu begleiten, also Menschen zum Licht, zum Leuchtturm zu machen. Und wenn ich es nicht mache, sagt das Universum, okay, dann machst du es halt nicht. Aber auf keinen Fall darfst du jetzt irgendwas machen, was so ganz gegen diese Aufgabe stößt, weil dann kriegst du ein Problem, dass es einfach nicht funktionieren wird. Also ich fasse nochmal zusammen. Punkt 1, liebe dein Leben, liebe diese Welt. Punkt 2, räume in deinem Zellbewusstsein, Unterbewusstsein auf und löse die ganzen karmischen Versteckungen auf. Punkt 3, mach irgendwas, gerne auch was ganz Kleines, um diese Welt ein bisschen besser zu machen. Und als erste Stufe, damit zu starten, ist zum Beispiel immer das, also wie fange ich so mit sofort damit an? Wie fangt ihr morgen früh damit an? Das ist die Frage, wenn ihr morgens wach werdet, was ist denn eigentlich heute der Grund, warum ich überhaupt aufstehe? Ja, also was ist euer Grund, warum ihr heute aufsteht? Darüber solltet ihr euch Gedanken machen. Ja, und es gibt Völker in Japan zum Beispiel, denen sagt man nach, dass wenn sie keinen Grund haben, bleiben sie einfach liegen. Und damit sind sie wohl auch recht erfolgreich und werden auch recht alt. Also wenn ihr es euch leisten könnt, dann bleibt es halt liegen, wenn ihr keinen Grund habt. Aber stellt euch die Frage, warum stehe ich morgens auf und was ist wirklich der Grund, warum ich heute den Tag starten will? Und dann haben wir noch einen zweiten Punkt. Der geht in Kombination mit unserem Punkt 3, die Welt ein bisschen besser zu machen. Es ist einfach, gebt eurem Leben einen Sinn. Und lasst diesen Sinn nicht vom Ego entscheiden, sondern gebt eurem Leben einen Sinn und macht die Welt ein ganz klein wenig besser. Das war jetzt der Beitrag, den ich eben heute zu dem Kongress vom Lebensplan leisten möchte. Die Annelie Eick macht ja diesen tollen Kongress zum Lebensplan. Der ist vom 21.10. bis zum 31.10. Und am 28.10. habe ich auch einen eigenen Beitrag zu diesem Kongress. Der ist auch sehr, sehr schön geworden, ganz toll geworden. Da gehe ich noch ein bisschen mehr in die Details ein, nach dem Sinn des Lebens und nach den all diesen Dingen. Und für all die Menschen, die jetzt hier zuhören, wo der Kongress vielleicht schon abgelaufen ist, da gibt es diese wunderbaren Kongresspakete von der Annelie Eick. Also auch da könnt ihr einfach nachschauen. Nach dem Kongress könnt ihr einfach googeln und könnt einfach die Kongresspakete auch kaufen. Und ich werde auch das hier unten verlinken. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das Kongresspaket von der Annelie bucht. Und natürlich könnt ihr noch, während der Kongress läuft, auch noch euch kostenfrei dort anmelden und die ganzen tollen Beiträge, inklusive meinen Beitrag, gerne anschauen. Und da sind noch viele Aspekte, die den Sinn des Lebens und den Lebensplan betrachten. Und ich kann euch nur empfehlen, da sind unglaublich tolle Speaker dabei, unglaublich tolle Menschen, die zu dem Thema was sagen. Und wie gesagt, also bucht gerne das Kongresspaket oder meldet euch kostenfrei zu dem Kongress an. Der Kongress ist vom 21.10. bis zum 31.10. Es geht um den Lebensplan-Kongress von der Annelie Eick. So, soweit zum Thema heute. Also nochmal Punkt 1, liebt euer Leben. Punkt 2, räumt euren Unterbewusstseinsbereich auf. Und Punkt 3, macht ein bisschen was, was die Welt besser macht. Und so ganz groß muss die Aufgabe auch nicht sein, sondern bringt Licht und Liebe in diese Welt. Und das ist somit das Wichtigste, seid Leuchttürme und bringt Licht und Liebe in diese Welt. Wenn ihr das schafft, habt ihr sicherlich schon genug getan für dieses Universum. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Beitrag.
Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.